Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Tutorial-Serie, wie ihr euch einen eigenen Discord-Bot in der Programmiersprache Python erstellen könnt, Version 2. In dieser Folge geht es darum, wie ihr euch auf eurem Server ein Mod-Mail-System einrichten könnt, wie ich es ja auch auf meinem Server habe. Leider kann ich das Ganze jetzt eigentlich nicht wirklich demonstrieren, ich kann es euch höchstens, ja, so halbmäßig zeigen. Nachrichten, die dann reinkommen, sehen ungefähr dann so aus. Hab bei dem Tier entsprechend den Text. Und eben noch einen Link, um dann das Ganze auch zu beantworten. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dafür gehen wir als erstes relativ an den Anfang von dem On-Message-Bereich hinter dem Prüfteil. Hier können wir nämlich auch schon loslegen. Und zwar if type von message.channel. Ups. Doppeltes Gleichzeichen. Discord. DM-Channel. Wichtig dabei, DMC jeweils groß schreiben. Doppelpunkt runter. Dann habe ich jetzt in meinem Fall noch einen Log-Channel, den lasse ich jetzt in dem Fall weg, weil wir ja bisher noch nicht bei den Server-Logs angekommen sind. Die kommen nämlich erst nächste Folge. Und jetzt müssen wir erstmal die verschiedenen Parameter raussuchen. Wir machen als erstes direkt den Befehl, um auf Nachrichten zu antworten. Und dieser heißt if message.content. Starts with, also gesehen das gleiche in grün. Habe ich jetzt hier mit, das brauche ich gar nicht mit F machen. Reply heißt jetzt hier bei mir, ihr könnt es natürlich bei euch auch anders nennen. And message.autor.id in modmail unterstrich mods Doppelpunkt runter. So. Was macht das Ganze, wenn der Typ von dem Channel, in dem wir schreiben, ein DM-Channel ist? Also wenn ich dem Bot so gesehen eine DM schicke und wenn diese DM mit Reply anfängt und ich, der die Nachricht schickt, in der Liste ModMail-Mods bin, die müssen wir gleich natürlich noch erstellen, dann wird das Ganze hier ausgeführt. Das hier ist natürlich dafür da, dass nicht jeder Hinz und Kunz den Befehl ausführen kann, weil, ja, man kann hier natürlich nicht nach Permissions checken, denn DMs sind nicht servergebunden. Von daher müssen wir das Ganze irgendwie anders auseinanderhalten. Dann machen wir hier oben noch eine Liste, hier bei den ganz normalen Listen. Machen wir einfach mal hier mod mail unterstrich mods. Und dann machen wir einfach hier, wir hatten ja die ID gehabt, deswegen müssen wir jetzt hier die ID eintippen. Und der Mod bin jetzt in dem Fall ich. Nehme ich einfach mal meine ID hier. Ihr könnt natürlich hier mehrere IDs eintragen, hier Komma und dann eben noch eine Zahl. So viele ihr wollt. Das ist das Gute an dem System. Ist ein bisschen besser als das damalige System, wo ich noch mit verschiedenen Codes gearbeitet habe. Hier das System, das ist ein bisschen erstmal freundlicher, weil man eben extrem viele Moderatoren hat, die eben auf Nachrichten antworten sollen. Dann machen wir wieder das übliche Spielchen. Ich nehme es jetzt hier mal an Name. Ist gleich, das habe ich es ja auch genannt, message.content.replace ja. Ups. Reply, Leerzeichen, Komma. Nimmt das, bis ihr mittlerweile kennt, was es macht. Ganz einfach hier das Reply wegmachen, weil das brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann machen wir nochmal Name L für die Liste sozusagen. Ist gleich Name. Split. Das Ganze in eine Liste splitten. Und dann brauchen wir als erstes die verschiedenen Parameter. Und zwar gibt es hier zwei Stück, die wir brauchen. Wichtig, nicht nur einer, sondern zwei. Nämlich einmal die Channel-ID und die Message-ID, auf die wir antworten wollen. Die Channel-ID brauchen wir deswegen, weil eine Message-ID ohne Channel ist leider bei Discord nicht eindeutig zuordnenbar. Deswegen müssen wir beides abfragen. Von daher machen wir jetzt hier erstmal, ja, ID 1 ist gleich Name L, das ist jetzt hier der erste Parameter, also 0. Und dann machen wir nochmal ID 2 ist gleich Name L. Ups, die Klammer da muss natürlich weg, die Klammer muss natürlich erst hier hin. Und hier kommt dann der erste Parameter rein. So, also die beiden IDs abfragen. Dann haben wir hier nochmal, ja genau, die Sachen, die nehmen wir erstmal raus. Name ist gleich Name L, Quatsch. Name.replace, das gleiche Spielchen, was wir auch bei den Webhooks genutzt haben. Und zwar ID 1 wird Apps ID
1 und ersetzt durch nichts. Und das gleiche Spielchen auch nochmal für ID 2, sodass wir eben diese beiden Sachen aus der Nachricht raus haben, weil jetzt ist unter Name nur noch der eigentliche Inhalt der Nachricht abgespeichert. Theoretisch könnte man das auch noch umbenennen. Ich lasse es jetzt hier mal so, wie es ist. Dann machen wir nochmal ID 1 ist gleich Integer aus ID 1. Das kann man natürlich auch direkt am Anfang machen. Das machen wir sogar direkt am Anfang. Und zwar für beides. Hoffe ich zumindest. So. Wenn jetzt hier natürlich ein Fehler passiert, dann würde er jetzt hier an der Stelle natürlich das Ganze abbrechen. Aber ich gehe mal davon aus, als Mod sollte man hier hoffentlich keine Fehler machen. Von daher sollte das hoffentlich auch ohne Try Exception gehen. Ansonsten müsste man das Ganze eben wieder ein bisschen anders machen. Dann als nächstes müssen wir den entsprechenden User oder den Empfänger kriegen. To ist gleich await client.fetch unterstrich user und dann kommt hier jetzt das rein, der erste Parameter, das ist nämlich die Channel ID und hier dann einfach ID 1. Warum mache ich fetch user und nicht get user? Ganz einfach, Discord hat Probleme damit, wenn ein Nutzer nicht so richtig erkennbar ist. Wo ich glaube, dass es an der Stelle wahrscheinlich auch mit get funktionieren würde, aber wir gehen hier auf Nummer sicher, machen das mit fetch. Das funktioniert nämlich auf jeden Fall. Da kann nicht so viel bei schief gehen. Von daher lassen wir das Ganze jetzt hier so. Dann brauchen wir als nächstes noch die entsprechende Message, die wir holen wollen. MSG ist gleich await. Und dann to.fetch message. Also wir suchen uns aus dem Channel von dem User sozusagen, also aus dem DM-Channel, die Nachricht raus, die unter ID 2 gespeichert ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wir jetzt hier die Variablen so gesehen hin und her drehen. Aber so gesehen ist es eigentlich ganz einfach zu verstehen am Ende. Dann machen wir nochmal Name ist gleich Name.lstrip. Damit gehen wir sicher, dass keine unnötigen Leerzeichen am Anfang und am Ende auftreten. Sonst sieht nachher die Nachricht bisschen, unter anderem ein bisschen komisch aus. Und dann können wir eigentlich direkt schon anfangen, die Nachricht zu verschicken. Await. Beziehungsweise wir verschicken nicht die Nachricht, sondern wir schicken erstmal eine Bestätigungsnachricht. Punkt. Autor. Punkt. Send. Und zwar Nachricht an. Machen das Ganze mit dem F-String, dann sieht es noch ein bisschen schicker aus. Klar. Dann hier die Klammern. Die kennen wir ja bereits. Und dann brauchen wir ganz einfach den to. Ja, das ist so. An to, das ist jetzt ja der ID. Verschickt. So, zack. Theoretisch kann man auch noch hier die Nutzer-ID mit ranpacken. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ist theoretisch eigentlich egal. Und dann müssen wir natürlich noch prüfen, weil in dem Moment möchte ich natürlich auch Anhänge unter anderem mitschicken. Und da will ich natürlich auch, dass die Anhänge mitgeschickt werden. Das habe ich jetzt hier bei mir genannt m angehängt ist gleich message.attachments. Das sind so gesehen jetzt alle Anhänge. Und dann machen wir hier eine Try-Exception. Und zwar noch, und dann noch eine Try-Exception, weil wir ja so toll sind. Und zwar Bild 1 ist gleich mm angehängt. 0 ist so gesehen der erste Anhang, der existiert. In der Regel verschickt man auch nur einen. Und zwar Bild 1 ist gleich Bild 1 und URL. Theoretisch kann man das URL noch daran hängen, aber ich mache es jetzt hier mal so. So, jetzt haben wir beim Vorschau so auch gemacht. Und dann können wir schon das Embed erstellen. Ist gleich discord.embed. Title ist gleich Nachricht von den Bots. Jetzt muss natürlich gerade mein zweiter Bildschirm hier ausgehen. So, Komma, Discord. Description ist gleich
Und dann machen wir ganz einfach Name. Das war jetzt ja die ganz normale Message, die wir haben wollten. Plus. Ich glaube, das ist ein bisschen doof, aber jetzt die Anhang muss auch bei haben. Machen wir es so. Name. So. Backslash N für Zeilenwechsel. Und dann müssen wir nochmal hier das Bild 1 dazu nehmen. Natürlich auch hier so in Klammern. Wenn ihr euch den Text verschicken sollt, sondern das, was da drin steht, sozusagen. Beziehungsweise bevor wir es jetzt verschicken, das können wir nämlich alles in 1 reinpacken. Erstmal muss ich noch die Klammer zumachen, das wäre vielleicht schon mal eine Idee gewesen. So. Machen wir direkt noch die Exception mit rein. Except. Und das ist ganz einfach. Dort brauchen wir nämlich nur den Teil, wo das Embed erstellen. Und hier nehmen wir einfach das Bild raus und lassen nur den Namen drin. Dann können wir das hier auch rausnehmen und das hier auch. So. Das können wir so drin lassen. Und dann machen wir einfach hier unter das Except, packen wir einfach Await. Und dann, genau, brauchen wir die Message, msg.reply, wo wir jetzt ja antworten wollen. Embed ist gleich Embed. Für alle, die jetzt schon nicht mehr mitkommen, ich erkläre nachher noch, wie das funktioniert. Und dann brauchen wir nochmal eine Exception. Wenn also das hier alles nicht funktioniert, dann soll er einfach sagen, Message, wait, send, nicht möglich. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man die DMs deaktiviert hat bei Discord, dass man eben keine DMs empfangen kann. Und dann würde in dem Fall bei uns die Nachricht kommen, nicht möglich. Und danach aus Sicherheitsgründen einfach nochmal einen Return hinterknallen, dass das Ganze entsprechend abgeschlossen wird. Aber das X-Return steht jetzt eigentlich zu weit drin, das muss nämlich da drin stehen. Das muss natürlich hier unter der Abfrage stehen. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann können wir noch den Teil machen, dass natürlich auch ein Nutzer uns Anfragen schicken kann. Und das ist zum Glück relativ einfach. Embed ist gleich, also ich kann mir direkt ein Embed so gesehen machen. Discord.embed. Danke für deine Nachricht. So, zack. Kann natürlich noch ein bisschen schicker machen. Auch hier mit dem Embed kann man natürlich auch noch eine Farbe ranknallen. Ich lasse die Farbe jetzt einfach mal weg. So, Embed soll jetzt einfach bloß zum Zeigen sein. Und dann try Doppelpunkt message.channel.send. Embed ist gleich embed. Accept Doppelpunkt return. Das heißt, so gesehen, wenn jetzt der Nutzer hier keine Nachricht empfangen kann, dann soll er einfach direkt abbrechen, weil da würde er auch nie eine Antwort kriegen. Von daher, und vor allen Dingen, sonst kann man nachher Anfragen rennen, da kann man nicht drauf antworten, das ist ein bisschen doof. Von daher, das habe ich halt deshalb so gemacht. Und dann können wir direkt anfangen. Das brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht machen. Erstmal mm angehängt ist gleich message.attachment. Ist so gesehen das gleiche, was wir vorhin auch hatten. So. Und dann können wir direkt wieder unsere try-exception machen. Bild 1. Diesmal brauchen wir nur eine try-exception. Ist gleich mm an gehängt 0. Bild 1 ist gleich Bild 1.url. Und dann wählen wir unsere Mods aus, an die wir schicken wollen. Wenn ihr das Ganze in einen Channel schicken wollt, anstelle von jedem Mod zu schicken, das geht natürlich auch. Ich mache es jetzt hier in dem Moment, dass ich einfach jetzt hier sage, Mod 1 ist gleich. Das wäre jetzt in dem Fall natürlich ich, await client.fetch user. Und hier muss jetzt dann in die Klammern die ID von dem entsprechenden Moderator rein. Ist jetzt in dem Fall dieser hier. So, zack. Das war es dann auch schon. Und dann nochmal embed ist gleich discord.embed. Ich denke, mittlerweile wisst ihr, wie das funktioniert. Title ist gleich neu. Mod, Mail, Anfrage,
Guck mal, Description ist gleich fstring. Und sagen wir message.content / n Bild 1. So. Ups, jetzt habe ich gerade wieder vergessen, hier noch eine Klammer zu machen. So. Und dann machen wir einfach await mod 1%. Embed gleich. Embed, so. Also wir schicken so gesehen den Mod, hier die entsprechende Nachricht, so gesehen der Content und eben das, was in dem Bild drin ist. Das Ganze kann man jetzt natürlich mit beliebig vielen Mods wiederholen, einfach die Zeilen hier entsprechend kopieren und immer wieder einfügen. Und wenn wir dann fertig sind, dann müssen wir natürlich noch einmal eine Exception machen. Und dort muss so gesehen dieser Teil hier rein, mit dem Gegensatz, dass wir hier das Bild rausnehmen. Und dann können wir das Ganze schon so drin lassen. Und dann muss ich einfach an der Stelle wieder das typische Return rein. Das muss hier vorne hin. Und das ist es eigentlich auch schon. Mir steht hier gerade auch nicht auf meiner Liste drauf. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es auch funktioniert. So, Beispiel, ich bin jetzt hier mit meinem anderen Account. Gehe mal hier auf den Server drauf. Hört sich gut, wenn ich den Server hier noch hätte. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm, den Server kann ich auch wieder joinen. PT2 hier. Da kriegt er wieder mal eine Nachricht, das hatten wir vorher auch schon gehabt. Das kann weg. Jetzt schicke ich einfach mal dem Bot hier direkt eine Nachricht. Hallo Support. Und ich habe tatsächlich was falsch gemacht. Okay, danke für deine Nachricht, da habe ich jetzt hier gerade gepennt. Wenn du gerade den Teil wieder finden. Da, wo ist das jetzt hier? Da. Hier muss natürlich auch noch der Titel hin. Also nicht einfach so reinschreiben, sondern natürlich mit dem Titel. Habt ihr natürlich richtig gemacht, hoffe ich natürlich. Das war natürlich dämlich. So. Message.channel.sind leider 190. Das ist auch so ein Fehler, den ich so oft mache, ne? Await vergessen. Außer das schon mal halbwegs funktioniert. Meine Nachricht ist auf jeden Fall angekommen. Ich sag genau, jetzt kommt auch hier das Danke für deine Nachricht. Und die Nachricht kommt jetzt hier bei mir an. Jetzt weiß ich natürlich, habe ich natürlich jetzt dummerweise vergessen, den Befehl einzubauen, womit ich dann auch zurückantworten kann. Das müssen wir natürlich auch gleich noch machen. Und zwar, Moment, das war jetzt gerade die falsche Datei. Gute Frage, wo das überhaupt steht. Ah, genau da. Das müssen wir auch noch machen. Hier an der Stelle bei den Embeds machen wir ganz einfach embed.add field, wo wir einfach ein neues Feld hinzufügen. Title ist gleich. Das habe ich jetzt bei mir zum Beispiel auf fstring by message.autor. Da packe ich noch die ID dahinter. message.autor.id. So, zack. Ups. Nein, geh weg, Liste. Sonst funktioniert mein Dings nicht. So. Das ist jetzt das eine. Komma value. Jetzt kommt hier der Befehl rein. Ist gleich wieder mit fstring. Und zwar reply. Und dann einfach message.autor.id und dann message.id. So. Das Ganze muss natürlich dann unten auch entsprechend rein. Hätte ich natürlich auch gleich mal einfach anschreiben können, aber da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Auf jeden Fall, jetzt hier kommt auch der Befehl, womit wir auch antworten können. Okay, jetzt habe ich hier natürlich die Klammer vergessen. Eine Güte, hier Unkonzentration wie sonst was heute. So, ich schicke wieder meine Nachricht. Hallo Support. So, add field, unexpected title. Okay. Das heißt natürlich nicht Titel. Es heißt Name.
Ach komm schon, jetzt mache ich hier wieder so viele bescheuerte Fehler hier, ne? So, jetzt. Danke für deine Nachricht. Die Nachricht kommt hier an. Und ich bekomme jetzt hier eine neue Modbay-Anfrage. Hallo Support. Bye. Und dann mein Name plus meine ID. Und wenn ich jetzt hier den Befehl eintippe, wie mich da jetzt nicht auch zehnmal verschrieben hat, auch Hallo zurück. Hep. Dann haben wir gleich das erste Problem. Must be String, die ID 1. Okay. Warte mal, an welcher Stelle waren wir jetzt gerade? Das macht eigentlich nämlich gerade keinen Sinn. Wo ist denn jetzt mein Programm jetzt hier da? Und zwar Name ist der Name.replace ID 1. Okay, das muss doch so. Ich habe nur gerade nicht dran gedacht, dass ich hier das Ganze nochmal umwandeln muss. Aber machen wir es einfach noch besser. Fügen wir einfach das da rein. So. Fail, aber nicht so schlimm, muss ja alles passieren. Oder darf ja alles passieren. Muss ja auch nicht alles zu 100% richtig machen. So, Nachricht an mich verschickt. Und da kam auch meine Nachricht. Das wird auch direkt als Antwort so gesehen hierauf geschickt. Nachricht von den Mods, auch Hallo zurück. Das habe ich ja hier gerade geschrieben. Mit ein paar Fehlern doch zum Ziel gekommen. Also hier, ich zeige es nochmal ganz kurz, was wir nochmal verändert haben. Hier das hier so lassen, beides auf Integer. Und hier dann statt dem hier das hier direkt verwenden. Weil nämlich hier das Ganze nicht mehr als String drin ist, sondern als Integer. Deswegen habe ich das nämlich bei mir auch ursprünglich dann erst danach deklariert. Dann funktioniert das natürlich auch so. Und natürlich hier entsprechend die Sachen mit Title nicht vergessen. Und hier natürlich Name nutzen und nicht Title. Und sonst sollte das natürlich auch alles problemlos funktionieren. Da hoffe ich mal, dass ich das Ganze jetzt, diese Fehler jetzt hier nicht zu schlimmes Video gemacht habe. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten sich sowieso erst das Video anschauen und dann das Ganze erst abschreiben. Oder ihr holt euch einfach den Download. Dann könnt ihr euch das Ganze natürlich direkt so gesehen runterladen. Und dieses Modbay-System, das funktioniert auch auf allen möglichen Servern theoretisch, aber nur theoretisch. Natürlich nur dann, wenn ihr entsprechenden Mod entsprechend definiert. Aber so gesehen könnt ihr das Ganze über global auf mehrere Server machen, wenn das halt überhaupt notwendig ist. Weil hier so gesehen DMs sind ja nicht servergebunden. Oder würde ich sagen, ja, wie immer Download in der Beschreibung, falls ihr jetzt hier das hier nicht alles abschreiben wollt, besonders wegen meinen Fehlern. Bis bald und ciao.